Wenn wir mit Kindern mit Papier basteln wollen, dann haben wir das Problem, dass das Papier natürlich nicht alles das machen kann, was ein 3D-Drucker machen kann. Also ich kann nur Papiermodelle von Flächen herstellen, die abwickelbar sind. Und das sagt die Mathematik, die brauchen gaußsche Krümmung 0 und das sind eigentlich nur ebene Flächen, Zylinder und Kegel und so ähnliche Objekte. Keine Kugeln und schon gar keine Freiformflächen. Wenn wir das Thema haben, wir haben unseren Garten und wollen davon ein Modell aus Papier bauen, dann müssen wir uns was einfallen lassen und die Idee besteht eigentlich darin, eine ausgemessene Fläche in Streifen zu zerlegen, die sich leicht noch mit Papier nachformen lassen. Und den Weg bin ich jetzt hier mal gegangen und will mal zeigen, wie das prinzipiell funktioniert. Also, man geht jetzt normalerweise davon aus, dass man Messpunkte vom Garten hat. Also eine Menge von Punkten, die man hier in diesen Elevation Node von PiFlow reinbringt. Und die Elevation Node berechnet aus einer Punktmenge eine Annäherungsfläche, die durch diese Punkte durchgeht. So. Diese Punkte kann man also aus irgendeiner CSV-Datei einladen. Ich habe das bei mir jetzt mal so gemacht, dass ich hier einfach ein Vektorarray erzeugt habe und dieses Vektorarray, das gebe ich in die Elevation Node rein und die rechnet was aus. Wir sehen jetzt hier mal die Startfläche und ich habe da jetzt auch mal ein bisschen Zufall drauf gesetzt. Das heißt, immer wenn ich hier dieses Objekt neu berechnen lasse, entsteht hier eine neue Fläche. Das wäre also unser Datenbestand und dieser Datenbestand geht in Elevation rein und von Elevation Grid nehme ich die Pole und erzeuche daraus ein B-Spline Surface. Das wäre also dann zunächst erstmal die Näherung für das Gartenmodell. Und wenn man das macht, dann sieht man, man hat hier eine Abweichung. Das hängt einfach davon ab, dass aus den Punkten jetzt irgendwie hier ein geometrisches Gebilde dritten Grades erzeugt wird. Und je mehr ich Messpunkte habe, umso genauer passt es dann zusammen. Oder eben auch nicht. Ich muss das jetzt alles mal miteinander verbinden. Und dann werden wir merken, so schlecht sind diese Annäherungen gar nicht. Also jetzt habe ich diese drei Modelle miteinander verbunden und immer wenn ich das Vektorarray hier ändere, zieht die andere Fläche nach. So, jetzt haben wir das ganze Teil hier und diese Fläche, die benutze ich als Eingabe für die Fold Surface Node und hier gibt es hier einfach mal ein paar Parameter und ich führe diese Node jetzt einfach mal aus. Und das sehen wir, wenn ich die einfach so ausführe. Ich lasse das mal hier im Vordergrund, dass man das immer sieht. Wenn ich einfach ausführe, dann entsteht hier so ein Gestell. Wir sehen also hier unten Füßchen, wo da was aufgestützt ist. Und wir sehen hier oben drin Verbindungsdrähte. Und ich blende jetzt mal die Fläche aus. Und dann sehen wir dieses Drahtmodell. Und jetzt könnten wir sagen, dieses Drahtmodell, das geht erstmal durch die Pole der Fläche hier oben. Man könnte natürlich auch irgendwelche Punkte der Fläche nehmen, das wäre einfach ein Filterschritt mehr. Und die bestehen hier aus Dreiecken, diese Flächen. Und diese Dreiecke haben ja die Eigenschaften, ein Dreieck kann ich immer mit Papier herstellen. Beim Viereck habe ich das Problem, wenn das hier ein bisschen gebogen ist, dann funktioniert es nicht mehr. Aber der Trick besteht dort drin, eine Vierecksfläche in zwei Dreiecke zu zerlegen. Das geht auf alle Fälle. Und das macht auch die Methode, die ich jetzt hier habe. Und ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt hier quasi so einen Streifen. Und es gibt hier einen weiteren Streifen, einen dritten Streifen. Und die Anzahl der Streifen verbessert natürlich die Qualität meines Modells. Und die kann ich jetzt hier einfach festlegen. Ich kann also hier sagen, beliebig viele solche Streifen werden eingesetzt in zwei Dimensionen. Und da merke ich, dann entsteht natürlich was Schönes. Frage ist dann, wer schneidet das noch aus und klebt das Papier zusammen? Also, das ist einfach die Frage, will ich was ganz Genaues haben? Kann ich das auch hier sehr genau machen?
Will ich ein bisschen Spaß haben mit Kindern bauen, dann habe ich einfach den Effekt, dass ich hier mal runtergehe auf von mir aus 4x4, sowas. Dann hätten wir also dieses Modell. Wie gesagt, es wird immer dadurch, dass das Modell einfach ist, Abweichungen zur eigentlichen B-Spline-Surface geben, aber es ist dafür ein Modell, was rauskommt. Okay, was ich jetzt machen kann, ist, es gibt hier einen Schalter Bake. Wenn ich also mit meinem Modell zufrieden bin, dann backe ich das. Und wenn ich Bake ausführe, dann wird das ausgeblendet und es entsteht hier so eine Sammlung von anderen Figuren. Und zwar entstehen hier einfach mal die Supports. Ich blende den Rest mal aus. Die Supports, die sind jetzt hier ganz einfach die Stützelemente, die ich also unter mein Papiermodell drunter stellen muss. Und die sind der Reihe nach durch nummeriert. Und jetzt könnte ich einfach hergehen und könnte sagen, diese Objekte, die verschiebe ich jetzt in irgendeiner Weise. Dass ich dann die hier liegen habe und dann kann ich die einfach auswählen und könnte die jetzt mit Dechtra auf ein Blatt Papier bringen. Okay, also muss ich jetzt mal hier die Seite wohl auswählen und dann die drei Zeichnungen und dann drauf. Zack, okay. Und dann schauen wir uns die Seite mal an und dann sind die drauf und die kann ich jetzt drehen und verschieben und so weiter machen, bis ich dann was habe, was ich ausdrucke. Ich habe das heute mal auf Papier gemacht, ich muss das morgen mal auf Karton machen, dass es noch ein bisschen stabiler wird. Aber hier habe ich erstmal meine Stützen. Gut, das andere, was es jetzt noch gibt, außer den Stützen, sind, jetzt mal die Ansicht, das sind jetzt die Dächer. So, und die kann ich jetzt auch einfach ein bisschen auseinanderziehen. Und dann sehen wir haben jetzt drei Dachelemente und die kann ich jetzt genauso gut auch wieder rüber in die technische Zeichnung bringen und ausdrucken. Und wenn ich das dann auch gemacht habe, dann schneide ich das aus und bastle das alles zusammen. Also ich habe das vorhin mal gemacht mit einem Modell und da sieht man jetzt also die ausgeschnittenen technischen Zeichnungen. Die sind jetzt da. Ich kann dann hier noch diese Klebefalze da ran machen. Ich kann die an diesen Stellen knicken, damit ich jetzt wirklich hier gerade Flächen bekomme. Und am Ende entsteht diese Figur. Wir sehen, es wirken hier teilweise einfach mal ein bisschen Verformungskräfte. Dann gibt eher die Stütze hier nach, als dass sich hier oben das Dach richtig biegt. Aber wie gesagt, mit Karton sollte das dann gehen. Und ich habe auf die Weise jetzt ein Modell einer nicht mehr ebenen Fläche. Und auf die kann ich dann mein Häuschen stellen.